Bröckelverlust vermeiden wir durch das, dass wir kanadische Maschinen brauchen. Und natürlich beim Heuen wäre Kreisel ja nicht möglich. Oder beim Emden, weil es würde alle die freien Blätter abschlagen. Die Maschinen, die wir nutzen, die sind gebaut für Luzerne. Also schon mal der Schnitt bei den Heubienen ist schneidend wie eine Schere. Das hilft ihr beim Wiederaufwuchs. Das Quetschen funktioniert nicht durch einen Intensivaufbereiter, sondern durch Gummiwalzen, wo einfach den Stängel immer wieder so leicht anbrechen, anquetschen, wo sie nachher auch das Wasser verlieren daraus beim Trocknen. Die Technik zum Wenden ist auch sehr schonend, weil wir ja eigentlich nur den Schwad kehren, jedes Mal. Und der Schwad, so wie er abgeleitet wurde vom Maiwerk, belohnt und er so eine sehr so eine armierte Struktur behaltet. Also er geht nicht jedes Mal zusammen. Und die ganze Schwad wird auf diesen Stoffeln abgeleitet. Und so ist es auch gewährleistet, dass der Wind und der Luft rundherum eingreifen kann. Also das Futter liegt nie am Boden. Direkt auf der Erde. Wir bauen Luzerne an auf diesen Ackerflächen hier, weil sie sich gut in unsere Fruchtfolge integriert, weil sie bodengesundend ist, so wie ich das anschaue, als Tiefwurzler, und weil sie ertragssicher ist worden, oder immer noch ist, durch eine Trockenresistenz im Hochsommer. Also sie gibt immer noch gute Ämterträge. Die wiederum ergänzen sich gut in unserem Rest, mit unserem restlichen Futter, wo wir Öko-Heu, also so Wiesenheu haben, noch ein bisschen Mais und andere Silage. Füttern tun wir damit vor allem die Hirschen, also Rothirschen, die im Winter einen hohen Energiebedarf haben und gut gefüttert werden.